Willkommen zu einer neuen Folge Star Stable. Ja, nach einer sehr, sehr langen Zeit geht's endlich mal weiter mit der Hauptstory. Und ja, ich habe jetzt erstmal die Wonderwall dabei, weil sie ja bis jetzt in noch keinem Video vorkam. Ja, es hat sich ja in der Zwischenzeit ziemlich viel, was das Leveln angeht, auch geändert. Ja, mal schauen. Ich versuche jetzt erstmal nach und nach alle, die noch nicht groß dabei waren, mal mitzunehmen, wenigstens für eine Folge. Und ja, ich hoffe, das passt. Ein paar Quests haben sich ja angesammelt. Jetzt geht's aber erstmal bei Anne weiter. Zeit aufzusteigen und zu glänzen. Liebe Leute und Pferde, wir wollen doch keine Zeit verschwenden. Ich fühle mich, als hätte ich tagelang geschlafen. Ich fühle mich, als hätte ich wochenlang geschlafen. Ich fühle mich, als hätte ich monatelang geschlafen. Ich habe geschlafen, als wäre ich Fripp im Koma. Ich war viel zu aufgeregt, um zu schlafen. Das ist nicht so ganz. Aber ja, monatelang geschlafen kann man schon sagen. Das ist doch nicht zu fassen. Kann mal jemand Alex wachrütteln? Die schläft im Stehen. Ich habe etwas Obst und Müsli aufgetrieben. Und ein paar Snacks für die Pferde. Ich bin wach, ich bin wach. Was? Müsli? Oh, nee, danke. Ich habe irgendwo in meiner Tasche noch ein paar alte Maischips. Eklig. Wird dir davon nicht übel? Quatsch, Mais ist doch Gemüse. Alles gut. Ich hätte gerne ein paar ab, Alex. Meteor, ich habe das Gefühl, bei der Jagd auf uns gestern warst du etwas langsam. Fast wären wir erwischt worden. Vielleicht wäre es besser, wenn du dich etwas nährstoffreicher ernährst. Oh, kann sie sowas sagen? Autsch. Ich muss sagen, das war echt hart. Aber du solltest dich wirklich besser ernähren, Meteor. Auch du, mein Starschein. Also, bei Fripp, was war das für ein Ding mit diesen Wurzeln und Vögeln und denen? Ich habe keine Ahnung, was das alles war. Nun, Pi hat es doch äußerst hilfreich als mysteriöse Kraft betitelt. Wir sind alle noch etwas schläfrig. Sollen wir vielleicht die Abfolge der Ereignisse einmal durchgehen, von Fripps Heilung bis hierher? Ja, für mich wäre das auf jeden Fall ganz gut. Wir wurden vom geheimen Steinkreis gerufen, um Fripp zu heilen. Avalon und Evergrey hatten beschlossen, das fünfblättrige Kleeblatt zu benutzen und haben uns zu Frau Holzwurf geschickt, die uns weitergeschickt hat, um Idris zu holen. Da haben wir dann erfahren, dass Fripp kein Pandorianer ist und Alex hat gemerkt, dass Anne sich mit dem fünfblättrigen Kleeblatt aus dem Staub gemacht hat. Letztendlich haben Nick Stoneground und sein treuer Kühlschrank / Pandorias Hoffnung uns geholfen und Fripp war wieder der Alte. Dann ist Alex hinter Anne her und Lucy, Lisa und ich sind ihnen gefolgt, was zu unserem verrückten Abenteuer mit Pi und dem Pferd führte. Nachdem wir Pi wieder in einen Menschen zurückverwandelt hatten, hat sie uns geholfen, bis wir uns unheimliche Phänomen gestoßen sind, das sie als eine mysteriöse Kraft bezeichnet hat. Nach einem schaurigen Rennen durch den Wald kamen wir schließlich wieder alle zusammen, haben Annes Beweggründe gehört und beschlossen, ihr und Concord auf jeden Fall zur Seite zu stehen. So hat sich alles abgespielt, genau wie du es uns gestern Abend erzählt hast. Ich wusste, dass Fripp es schaffen würde. Er ist ein zähes kleines Eichhörnchen. Sagt ihm aber bitte nicht, dass ich das gesagt habe. Okidoki, ich finde, wir sollten zur Quelle zurückkehren und ein paar Fragen fragen. Anne, bist du bereit für die Bewahrer-IDs? Ja, aber erwartet nicht, dass ich mich für irgendetwas entschuldige. Mir tut es leid, dass ich so ein Chaos angerichtet habe und ich bin froh, dass es Fripp gut geht. Aber ich kann mich nicht entschuldigen, weil ich finde, dass wir unter den Umständen gar keine andere Wahl blieb. Eine Entschuldigung wäre also nur eine hohle Phrase. Die Druiden sind ziemlich klug. Ich denke, sie werden das verstehen. So, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Okay, ich bin dabei. Zurück zu den Druiden. Ist schließlich schon eine Weile her. Ja, ich bin auch mal gespannt, was sie denn sagen. Alle bereit? Dann lasst uns endlich zum geheimen Steinkreis reiten und mit den Bewahrern und Fripp reden. Okay, die sind schon mal unterwegs. Und wir machen uns jetzt mal auf den Weg. Also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass Hollowoods überarbeitet wurde. Ich bin jetzt viel, viel lieber hier.
muss ich sagen. So, nur kenne ich mich jetzt hier nicht mehr so gut aus. Wir sollten mal auf die Karte schauen. Ja, doch die Richtung. Das sollte passen. Ja, wobei hier und da könnten vielleicht noch mal ein, zwei, drei Bäume mehr stehen. Aber es ist einfach schön geworden. So, die Kühe sind auch noch hier geblieben. So, und da oben ist der Steinkreis. Kommen wir da so hin? Ja, es sollte passen. Avalon ist schon da. Na, und Fripp auch. So, Ryder, eure Anwesenheit hier kommt zur rechten Zeit. Oh oh. Das sieht wieder nicht gut aus. Wir müssen sofort miteinander reden. Es gibt viel zu besprechen. Könnten wir uns vorher eine kleine Atempause gönnen? Heute ist eine Menge passiert und, naja. Nein, dafür ist keine Zeit. Wir dürfen keine Sekunde vergeuden. Dunkle Mächte sind am Werk, aufgestiegen aus den Schatten, um unser aller Schicksal zu besiegeln. Wäre dieses Gespräch nicht eher etwas für den geheimen Steinkreis? Wir sind in Weldale, dem Kernland der Bewahrer Aydins. Unsere Worte erreichen hier nur vertrauenswürdige Ohren, Linda. Soul Rider, ich kann nicht fassen, was für ein Chaos ihr angerichtet habt. Zuerst flüchtet Anna mit dem fünfblättrigen Kleeblatt und lässt uns mit der Aufgabe zurück, Fripp auf eigene Faust wiederzubeleben. Dann gerade in dem Moment, in dem die Soul Rider sich mit uns Druiden zusammenschließen müssen, verschwindet ihr alle, macht euch auf dem Weg nach wer weiß wohin. Und ehe wir uns versehen, wird unser eigenes Hollowoods von einer Macht heimgesucht, die dunkler ist als Garnoks vernichtende Ranken. Und wo wart ihr in all dem? Auf irgendeinem Abenteuer und habt uns krank vor Sorge zurückgelassen. Nein, nein, du verdrehst ja alles. So war es gar nicht. Lass ihn ausreden, Alex. Er kann ausreden, sobald er es etwas ruhiger angeht. Ich bin aus gutem Grund so aufgebracht. Wir müssen im Dunkeln gelassen, während Hollowoods von einem finsteren Nebel befallen wurde, nur um zu erfahren, dass unsere eigene Reiterin des Sonnenkreises die Ursache dafür ist. Mit einem der mächtigsten magischen Gegenstände, die Yorick besitzt, wegzulaufen? Was hast du dir dabei gedacht, Anne von Blissen? Hey, geh nicht so hart mit ihr ins Gericht. Ja, sie ist durch die pandorische Hölle gegangen, um jetzt hier zu sein. Das alles ist nicht Annes Schuld. Bitte alle mal runterkommen. Avalon hat nicht Unrecht. Ja, bitte mal alle runterkommen. Du bist gern diplomatisch, was, Lucy? Ja. Könntet ihr bitte alle aufhören, über mich zu sprechen und stattdessen mit mir sprechen? Ich bin nämlich hier. Alle benehmen sich, als würde ich immer noch in diesem dämlichen rosa Kristall verstecken. Das macht mich rasend. Anne von Blissen, wir wollen dich nicht erniedrigen. Es ist schön, dich wieder bei uns zu haben. Bitte erzähle uns deine Seite der Geschichte. Wir wollen sie wirklich hören. Danke, Fripp. Es ist auch schön, euch wiederzusehen. Ja, ich habe das fünfblättrige Kleeblatt genommen, aus gutem Grund. Ich möchte, dass meine Concord wieder so wird, wie sie war, und das Kleeblatt kann sie in eine Erwachsene verwandeln. Aber ich habe diesen düsteren Nebel über Hollowoods nicht verursacht. Niemand von uns war das. Nein, es war etwas anderes, eine Art Energie, eine mysteriöse Kraft. Ich habe mich in gewisser Weise mit ihr verbunden gefühlt. Sie hat mich angetrieben, aber sie hat nicht versucht, mich zu verletzen. Nein, es war eher, als würde sie mich motivieren, meinen eigenen Weg zu gehen. Das habe ich dann auch getan und bin auf dem Vogelscheuchenberg gelandet. Und sobald ich dort war, hat alles einen Sinn ergeben. Die mysteriöse Kraft hatte mich aus einem bestimmten Grund dorthin gebracht. Der Baum, er hat gesungen, fast so, als würde er mich auffordern, genau da ein Portal zu machen. Also habe ich es gemacht, und da ist die Sache aus dem Ruder gelaufen, und Hollowoods wurde von einer dunklen Energie erfasst. So war es doch, Alex. Du hast das Singen doch auch gehört.
Singen? Ich habe niemanden singen gehört, Anne. Hast du nicht? Eine arkane Energie, die die Macht als hat, Soul Rider zu beeinflussen und Hollowoods in Dunkelheit zu hüllen? So etwas habe ich in meinem vielen Lebensspann noch nie zuvor erlebt. Ich habe gespürt, dass Unheil heraufzieht würde. Ja, aber nicht auf diese Weise, nicht in diesem Ausmaß. Ihr anderen, welche Erfahrungen habt ihr mit dieser sogenannten mysteriösen Kraft gemacht? Ich ahnte, dass sie versuchte, uns zu trennen. Als wir Anne auf den Fersen waren, konnte ich ihre Absichten spüren. Sie waren nicht böse, aber sie waren definitiv auch nicht freundlich. Sie war mächtig und faszinierend, sie war bedrohlich und gefährlich. Bedrohlich, würde ich sagen. Wie in Jorviks Namen ist es euch gelungen, ihr zu entkommen? Wir haben es geschafft, weil wir nicht allein waren. Die Hexe Pi hat die anderen zu mir und Anne geführt. Ohne sie hätten wir nicht wieder zusammengefunden. Sie ist gar nicht so übel, oder? Gar nicht so übel? Eine dunkle Hexe? Eingeschworene Feindin der Bewahrer Aidins? Gar nicht so übel? Haben wir etwa nicht aus dem letzten Mal gelernt? Komm mal runter, kleiner Bruder. Dich hört man ja den ganzen Silversong River runterjammern. Evergrey, was machst du noch in Waledale? Du hast deinen Zweck bereits erfüllt. Außerdem ist dies hier eine wichtige Diskussion zwischen den Bewahrern und den Soulridern. Evergrey hat den Bewahrern Aidins einen großen Dienst erwiesen, indem er mich auf diese Existenzebene zurückgebracht hat. Er darf gerne bleiben. Danke, Friperion. Ich habe dich auch vermisst. Also, kann mich jemand auf den neuesten Stand bringen? Ich erkenne an Avalons Gesichtsausdruck, dass er mit der Situation alles andere als zufrieden ist. Avalon meint, er sei unser aller Boss? Ja, das kenne ich. Mit dem Problem musste ich mich zu Hause jahrelang rumschlagen, ehe ich auf Abenteuersuche gegangen bin. Ich kann dir versichern, dass meine Bedenken berechtigt sind. Wir kommen gerade vom Thema ab. Wir wissen immer noch nicht, was wir jetzt wegen dieser mysteriösen Kraft machen sollen. Fripp, ich bin mir nicht sicher, ob du in Gedanken versunken oder kurz vorm Wutanfall bist. Was denkst du über all das? Soul Rider, ich werde nicht lügen. Ich bin enttäuscht. Wer mit einer Hexe zusammenarbeitet, stellt sich gegen die Bewahrer Aidins. Ihr fünf seid zusammen unaufhaltsam. Es gab sicher einen anderen Weg. Aber die Vergangenheit lässt sich nicht mehr ändern. Nein, die Zeit fließt, sie ist unaufhaltsam in Bewegung. Fripp, deine Worte haben Hand und Fuß. Selbst in den härtesten Zeiten finden die Soul Rider und die Wächter zusammen einen Ausweg. Garnok, die Nachtreiter und jetzt diese mysteriöse Kraft. Nichts kann es mit dem Gespann aus Pferd und Reiter aufnehmen. Aber nur, wenn wir alle bereit sind. Im Moment ist Concord das nicht. Aber dank der transformativen Eigenschaften des fünfblättrigen Klees wird sie es sein. Es ist nicht nur unsere Pflicht, sondern auch unser Wunsch, Concord zu ihrer endgültigen Form zu verhelfen. Danke, Starschein. Ihr Wächter habt genauso viel von der Zeit gesehen wie ich. Daher kann ich mich mit eurer Meinung einverstanden erklären. Jetzt sind wir also alle auf der gleichen Seite. Es ist an der Zeit, dass ihr euch das Wissen aneignet, das ihr braucht, um eure Reisen ins Unbekannte fortzusetzen. Gibt es etwas, das ihr mich, uns, die Bewahrer Aidins, fragen wollt? Ist gerne diese mysteriöse Kraft. Haben die Nachtreiter etwas hiermit zu tun? Was ist mit Pandoria? Machen wir weiter. Garnok ist das nicht. Aber vielleicht haben die Nachtreiter was damit zu tun. Unser Druidennetzwerk, insbesondere der Beobachtungsmeister, hat die Nachtreiter im Visier und sie haben keine ungewöhnlichen Aktivitäten festgestellt. Wir können davon ausgehen, dass die Nachtreiter nicht daran beteiligt sind und genau deshalb möchte ich, dass wir uns aus der Sache raushalten. Ja, die Nachtreiter verhalten sich wieder normal, ich schwör's. Sie versuchen sich auf Jorvik und das Volk zu mischen, wie sie es früher auch schon getan haben. Damals, als Sabine noch der Schultyrann war und Katja ein hochnäsiger Albtraum. Fragen wir erstmal, was ist mit Pandoria? Was soll damit sein? Nach all meinen Erfahrungen ist in der Rosa Welt kann ich mich mit Sicherheit sagen, dass das hier nichts mit Pandoria zu tun hat. Ob es allerdings Auswirkungen auf Pandoria hat oder nicht, ist eine andere Frage.
Ich schätze, wir werden es merken, wenn sich überall auf Jorvik riesige Risse, rosa Risse auftun. Da kann ich Evergrey nur zustimmen. Was auch immer diese mysteriöse Kraft ist, sie fühlt sich nicht nach pandorischer Energie an. Gut, und dann fragen wir jetzt doch noch nach Garlok. Nein, ich kann mit Sicherheit sagen, dass er es nicht ist. Diese Magie ist unbeständiger, vielleicht neuer, aber dennoch uralt. Garlok ist wütend, ja, aber er ist auch erschöpft, zermürbt durch die Fesseln seines pandorischen Gefängnisses. Was immer diese mysteriöse Kraft sein mag, sie unterscheidet sich von allem, was uns bisher begegnet ist. Fripp hat recht. Ist noch jemandem aufgefallen, dass wir nichts mehr von Herrn Sens gehört haben, seit er uns geholfen hat, Justin von der Darkcore-Ölplattform zu retten? Wenn Garlok so schnell an Macht gewinnen würde wie diese Truppe, wäre er doch der Erste, der wieder hier auftauchen würde. Okay, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Ja, wir haben genug über diese Dinge gesprochen. Lasst uns zu dem kommen, was jetzt ansteht. Hast du noch mehr Fragen? Hast du was kommen sehen? Sollten wir in Erwägung ziehen, uns Hilfe von anderen? Ich habe keine Fragen mehr. Hast du das kommen sehen? Habe ich das kommen sehen? Ja und nein. Ich habe schon einmal davon gewarnt, dass großes Unheil über Jorvik hereinbrechen wird. Aber da ging es um die Wiedervereinigung der Nachtreiter und um Garlok. Aber seine volle Macht zurückzuerlangen, um aus seinem Gefängnis auszubrechen. Aber diese arkane Kraft, über sie habe ich nichts in den Sternen lesen können. Wie werden sich die Dinge jetzt verändern? Ja, Veränderung geschieht nur, wenn man dafür kämpft und wenn man sich mit einem traditionsreichen Orden wie den Bewahrern anlegt, hat man eine Menge Arbeit vor sich. Immerhin haben die Druiden geschworen, Aidins Vermächtnis zu dienen und es zu schützen. Aber gebt die Hoffnung nicht auf. Es gab schon viele vor euch, die neue Wege beschritten haben, und es wird noch viele geben, die aus ähnlichen Gründen für Aufsehen sorgen werden. Es gab diese eine Frau, die wir alle kennen. Sie trug das gleiche Feuer, das heute Annes Fackel erhält, und sie sprengte Grenzen mit jedem Schritt, den sie tat. Ihr wisst alle, wen ich meine. Ach, sei doch nicht so, kleiner Bruder. Ich sehe doch, dass du unter deinem Gewand guckst, als würdest du an einer Zitrone lecken. genau, und ja, Hilfe holen ist wahrscheinlich nicht das Schlechteste, aber mal gucken. Wieso sollten die Bewahrer Aidins Hilfe von außen benötigen? Wir sind ein Jahrhunderte alter Orden, der seit seiner Gründung eigenständig agiert. Die Hilfe der Hexe Holdsworth bei Fripps Heilung war ein einmaliges Ereignis. So etwas wird sicher nie wieder passieren. Na, mal gucken. Ich glaube, das schadet nicht, wenn man sich da offener verhält, ne? Gut, keine weiteren Fragen. Jetzt haben wir genug miteinander diskutiert. Das Wichtigste ist, dass die Soul Rider vorbereitet sind, egal was kommen mag. Bevor wir hierher kamen, waren wir uns alle einig, dass wir Concord transformieren wollen. Ich weiß, dass die Druiden damit nicht einverstanden sind, aber hört mir zu. Fripp, du hast immer gesagt, viele Wege führen zur Lösung. Ich weiß einfach, dass dies eine von ihnen ist. Ich spüre es tief in mir. Je eher wir das fünfblättrige Kleeblatt nutzen, um Concord zu verwandeln, desto besser. Und warum muss das jetzt sofort geschehen? Damit wir bereit sind, gegen die mysteriöse Kraft zu kämpfen, natürlich. Nein, das hat für uns keine Priorität. Diese mysteriöse Kraft ist nicht von Bedeutung für das übergeordnete Ziel der Soul Rider. Nicht von Bedeutung? Gestern Abend hat sie Hollow Woods befallen. Was hält sie davon ab, als nächstes eine Stadt anzugreifen? Wir müssen die Menschen auf Jorvik beschützen und sie vertreiben, bevor sie zu etwas noch Bedrohlicherem heranwächst. Nein, die Hexen und ihre Art müssen euch zu Kopf gestiegen sein. Als Soul Rider ist es eure Pflicht, die Nachtreiter und Garlok abzuwehren. Was Albalon sagt, ist die Wahrheit. So wie es aussieht, befinden wir uns in einer Pattsituation mit den Nachtreitern. Ihnen fehlt ihr vierter Reiter und uns fehlt unser vierter Wächter. Concords Entwicklung zu forcieren wäre ein unnötiges Risiko. Und selbst wenn ich bereit wäre, solchen Scheußlichkeiten zu begehen, könnte ich es nicht. Wir Druiden sind in dieser finsteren Magie nicht sehr bewandert. Evergrey, unterstützt du uns? Tut mir leid, kann ich nicht. Mit magischen Kleeblättern kenne ich mich nicht aus. Die Erforschung toxischer Kristalle aus anderen Welten und die Suche nach Portalen ins Unbekannte sind vielmehr nach meinem Geschmack. Gut, dann bleibt uns Soul Ridern wohl nur die Möglichkeit, eine neutrale Partei um Hilfe zu bitten. Und wer soll das sein?
Die Person, zu der Anne ohnehin wollte. Die Hexe Pi. Nach allem, was wir euch gesagt haben, nach den Schlussfolgerungen, zu denen wir gekommen sind, ist das euer Lösungsvorschlag? Habt ihr den Verstand verloren? Was bleibt uns denn anderes übrig? Erwarten die Bewahrer Aldins ernsthaft, dass wir nichts tun und zusehen, während diese mysteriöse Kraft da draußen ihr Unwesen treibt? Wenn ihr einen besseren Vorschlag habt, nur raus damit. Ihr wendet euch in die falsche Richtung. Das ist der falsche Weg. So sollte es nie kommen. Bitte, lasst uns nicht weiter streiten. Wir müssen zur inneren Ruhe zurückfinden. Ich fürchte, dies ist eine Entscheidung, die die Bewahrer Aldins nicht treffen können. Sie werden euch nicht mehr sagen, was ihr tun sollt. Wir können euch nur noch Hinweise geben, so wie das Schicksal es uns vorgibt. Lebt wohl, schicksalshafte Reiterin. Möge das Licht Aldins euren Weg auf Schritt und Tritt erleuchten. Wir haben Concord gar nicht gefragt, was sie darüber denkt. Sollten wir sie nicht fragen? Sie versteht mehr, als wir denken. Sie will alles tun, was sie und Anne wieder näher zusammenbringt. Ich weiß, Concord, ich weiß. Halte durch, wir werden dir als Pferd und Reiterin zusammengehören, egal wie lange es dauert. Ihr wollt also wirklich mit einer Hexe zusammenarbeiten? Es ist eine knifflige Angelegenheit, sich mit Hexen zu unterhalten. Ich habe einen Teil meines Exils im Norden mit ihnen verbracht, um ihre Sitten und Gebräuche zu lernen. Als ehemaliger Druide war es noch schwieriger, ihr Vertrauen zu gewinnen. Es liegt in der Natur der Hexen, Geheimnisse streng zu bewahren. Oftmals wissen sie mehr, als sie preisgeben. Denkt, wie sie denken, sprecht, wie sie sprechen. Und ihr werdet die Informationen bekommen, die ihr sucht. Seid nur vorsichtig mit dem, was ihr sie fragt. Manchmal ist es besser, etwas nicht zu wissen, als alle Antworten zu kennen. Sowas macht ihr noch im verschlafenen alten Welday. Ihr müsst einen Fohlen transformieren und eine mysteriöse Kraft aufhalten. Reitet weiter, das Abenteuer wartet. Ja, wir sind die Soul Rider. Wir nehmen unser Schicksal selbst in die Hand. Kommt, lasst uns wegreiten. Ich bin so aufgeregt, ich muss das, den Ozean abblitzen und sowas, um Dampf abzulassen. Hui. Okay, dann geben wir das nur noch ab. Das war viel. Lassen wir das alles sacken, während wir uns zu unserem nächsten Ziel reiten, was auch immer das sein mag. So, das war sehr, sehr viel Info, sehr, sehr viel, was besprochen werden musste. Und ich würde aber sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss!